Als ich noch in Bonn gelebt habe, da habe ich mich jeden Tag sehnlich danach ausgestreckt, abends das Telefon in die Hand zu nehmen und mit meiner Frau zu telefonieren. Beziehungsweise sie war damals meine Verlobte. Und wisst ihr, was das für ein Gefühl ist, mal jeden Tag zu hören, wie geht's dir? Wir haben es nicht jeden Tag gesehen, nur am Wochenende. Und dann haben wir uns einfach mal ausgetauscht, auf den neuen Stand gebracht. Interessant ist, wir lesen ja schon seit etlichen Wochen in dem Thessalonicher Brief und Paulus hatte nicht die Möglichkeit anzurufen und zu fragen, wie geht's euch, liebe Gemeinde? Die Gemeinde, die er damals gegründet hat, und er hat mehrfach versucht, die Gemeinde selbst zu erreichen. Er wollte hinreisen, aber es hat nicht funktioniert. Wir lesen im zweiten Kapitel, dass der Satan ihn daran gehindert hat. Ich kann nachvollziehen, für manche ist das so ein Kaltstart. Wir steigen jetzt direkt in das dritte Kapitel ein. Aber ich denke, das wird uns trotzdem zu Segen sein, wenn wir mitverfolgen, mitlesen. Wir werden heute gemeinsam 13 Verse anschauen. Schaut, was hier geschrieben steht. 1. Thessalonicher Kapitel 3. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und tröste in eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass ihr dazu bestimmt seid. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Also, Paulus konnte nicht anrufen und fragen, wie geht's euch? Ist euer Glaube okay oder seid ihr vom Glauben schon abgefallen? Wie geht's euch? Das ist so sein Wunsch. Und er zieht es sogar vor, wie es hier geschrieben steht, allein in Athen zu bleiben und schickt Timotheus rüber. Also ihr könnt euch vorstellen, in Athen ging es auch richtig drüber und drunter und er brauchte dort Verstärkung, er brauchte sein ganzes Missionsteam da. Aber nein, er sagt, ich schicke Timotheus rüber. Wir kennen ja Timotheus schon aus der Apostelgeschichte, der ist in der zweiten Missionsreise dazugestoßen und Timotheus war ungefähr 20 Jahre alt. Gibt es hier jemand, der zwischen 20 und 30 Jahre alt ist? So die junge Generation, mal Hand hoch. Okay, es sind doch einige da. Also es ist für euch jetzt, ne? 20 bis 30 Jahre. Timotheus war ein junger Bruder und in der Apostelgeschichte hatte ein gutes Zeugnis. Also die Gemeinden drumherum haben von ihm ein gutes Zeugnis. Er hat vorbildlich gelebt. Er hat den Herrn geliebt. Er hat sich komplett eingesetzt. Und nun haben wir hier diesen jungen Bruder und Paulus nennt ihn nicht, ich schicke euch meinen Azubi rüber. Ja, heute würden wir wahrscheinlich den Ulrich Barzani rüberschicken in eine Gemeindegründung, ja, wo es schwer drüber und drunter geht. Aber er schickt hier so einen jungen Bruder zwischen 20 und 30. Ganz interessant, oder? Er vertraut diesem Bruder an, dass er die Gemeinde tröstet und im Glauben stärkt. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Meine Frage an euch zwischen 20 und 30, was ist mein Ruf? Was sagen andere über mich? Oder besser gefragt, was ist meine Leidenschaft? Was tue ich jeden Tag? Ich sehe einige Musiker hier im Raum, die leidenschaftlich jeden Tag lernen. Und wenn die dann am Klavier spielen oder singen, dann merkt man das, oder? Und dann sagen wir über diese Leute, ah, das sind Musiker. Was sagen andere Leute über dich? Wird ein anderer über dich sagen, dass du immer top gestylt bist? Dass du immer vom Feinsten angezogen bist? Was ist dein Ruf? Oder bist du bekannt für deine LAN-Partys? Oder bist du bekannt, dass du jede Serie, jeden Film kennst, jedes neue YouTube-Video für dich bekannt ist? Was ist dein Ruf? Ihr liebe junge Generation, was sagen Leute über dich? Oder sagen Leute über dich und sagen, das ist einer, der den Herrn liebt. Der investiert sich voll in sein Reich. Timotheus war so ein Bruder und so ein Mitarbeiter. Und interessant, was wir hier lesen, unser Bruder und der Gottesdiener. Also einige von uns haben eine gute Ausbildung genossen. Manche haben studiert, wir haben hier Vorarbeiter, Meister, Bachelor, Master, was haben wir noch, Diplom-Ingenieure, ne? Ganz eine breite wissenschaftliche schon fast Gemeinde hier.
Und wir streben meistens, wenn wir so einen Abschluss gemacht haben oder unseren Meister absolviert haben, dann streben wir auch dementsprechend nach so einer Position in der Firma, richtig? Sonst lohnt sich ja das Ganze nicht. Aber hier, Timotheus ist in so einem Elite-Team bei Paulus mit dabei. Er kann viel von ihm lernen und er geht da nicht rum und sagt, ich bin Gottes Mitarbeiter. Ne? Hier steht über ihn, er ist Gottes Diener. Er sagt von sich selbst, sein Zeugnis ist, ich bin bereit, alles zu tun. Herr, ich bin dein Knecht. Für mich war das eine ganz interessante Formulierung. Er ist Gottes Diener. Bin ich bereit, trotz meiner Ausbildung, da zu sein, da zu dienen, wo Gott mich haben will? Oder sage ich, ja gut, ich habe meine Ausbildung genossen, da will ich da bestimmte Positionen bekleiden. Er ist Gottes Diener und Mitarbeiter. Jetzt kommen wir mal zu seiner Aufgabe. Er hat die Aufgabe, die Gemeinde zu stärken. Und ich werde im Laufe der Predigt das ganze Kapitel in fünf Worten zusammenfassen und jedem Wort möchte ich einen Finger zuweisen. Das erste, wir haben ja darüber gesprochen, dass Paulus sich fragt, wie geht's der Gemeinde in Thessaloniki? Geht es ihren Glauben gut? Der erste Daumen steht für den Glauben. Geht es ihnen gut oder geht es ihnen schlecht? Timotheus hat die Aufgabe, die Gemeinde im Glauben zu stärken, dass sie noch mehr zu Christus hin ausgerichtet sind, sie im Glauben zu fördern. Nun, was bedeutet denn Glaube? Wir haben manchmal so diese Sicht, Glaube ist etwas Mystisches, irgendwelche Rituale und dann glaube ich irgendwie. Glaube ist wie so ein Muskel. Wenn ich trainiere, meine Muskel trainiere, dann wächst mein Muskel und den Glauben kann ich auch trainieren. Ihr Lieben, wenn wir Menschen begegnen, die uns glaubwürdig sind, ja, wir glauben, okay, sie lügen nicht, sie reden die Wahrheit und wir glauben diesen Menschen. Und weil wir diesen Menschen glauben, dann vertrauen wir diesen Menschen Dinge an. Ich vertraue zum Beispiel den Stefan Vassiljev mein Autoschlüssel. Bitte schön, nimm. Gut, das Auto will keiner haben, ne? Aber dann vertraue ich dir mein Portemonnaie an, ne? Weil ich ihn kenne. Er scheint mir glaubwürdig zu sein. Im Glauben vertrauen wir Gott. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben und auf die Verheißung, die Gott uns gibt, zum Beispiel in Römer Kapitel 8, allen, die Gott lieben, dient es zum Besten. Alles, was passiert, dient es alles zum Besten. So sagt der Herr in seinem Wort. Und ich schaue zurück und ich merke in einer ganz schweren Situation, der Herr wird mich da rausführen. Und ich fange an, Gott zu vertrauen, zu sagen, hey, ich kann diese Situation nicht im Griff haben. Ich übergebe dir mein Leben, führe du es zu Ende. Und dann, wenn ich Monate später zurückschaue, merke ich, der Herr hat gewirkt. Der Herr hat mich da rausgeführt. Und da wächst mein Glaube. Da wächst mein Vertrauen in Bezug auf meinen Heiland, der mich aus jeder Situation erlösen kann. Wie steht das um meinen Glauben? Bin ich gewachsen in den letzten Monaten? Hat meine Glaubenskraft zugenommen? Bin ich bereit, Gott zu vertrauen in einer ganz schweren Situation? Interessant ist, was wir hier lesen. Paulus hat den Thessalonicher, als er schon da war, vorausgesagt, dass sie Verfolgung erleiden werden. Er hat sie schon vorbereitet. Wir haben ja gerade gelesen, nämlich als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass wir Bedrängnis erleiden müssten. Er sagt, das gehört dazu. Jesus selbst sagt, ich wurde verfolgt und ihr werdet was? Auch verfolgt werden, oder? So steht es in der Bibel. Das gehört dazu. Wenn wir das Gnadenpaket, das Gott uns gibt, in Anspruch genommen haben, dann gehört dazu, dass wir Verfolgung erleiden. In unserem Land ist es noch super schön, oder? Da haben wir diesen Druck nicht. Aber wir haben ganz anderen Druck. Ich habe zwei Brüder gebeten, die uns etwas illustrieren. Stefan und Mai, kommt mal nach vorne. Ich begleite euch. Ihr könnt direkt an den Tisch gehen. Es ist ein ganz einfaches Bild, aber ich glaube, das Bild wird hängen bleiben. Mike, das ist für dich, das ist ein Schwamm. Kennen wir aus der Schule, oder? Man kriegt so Schulstundengefühle, ne? Das sind zwei gleiche. Hier ist Wasser drin, kalt, aber gut. Eure Aufgabe ist, ganz vorsichtig, damit ihr mir das nicht alles schmutzig macht, die Schwämme einzutauchen, einsaugen zu lassen und dann auszubringen. Schafft ihr das? Wäre das möglich? Okay, bitteschön, macht das mal.
Merkt ihr den Unterschied? Könnt ihr das sehen? Was passiert hier bei Stefan? Stefan, was sagst du? Was hast du hier? Kommt Schaum raus. Wir haben ein kleines Problem. Du hast Schaum. Wieso hast du Schaum und er nicht? Ihr hattet das gleiche Wasser, die gleiche Behälter, es ist alles gleich, oder? Mike, drück mal fester, vielleicht kommt auch Schaum raus. Dabei. Stefan, reicht schon, ne? Also wir wollen hier nicht, ne? Auto waschen oder so hier. Merkt ihr den Unterschied? Einen Schwamm, danke dir, einen Schwamm habe ich vorher präpariert mit Duschöl. Lieben, diese Illustration soll zeigen, dass was in diesem Schwamm drin war, kommt unter Druck immer raus. Das heißt, das, was in meinem Herzen drin ist, wenn Druck da ist, Mobbing oder was auch immer, wenn ich in Konflikten stehe, kommt das raus, was da drin war, was in meinem Herzen drin war. Danke euch. Ne? Und viele Menschen fangen an, unter Druck, so wie dieser Schaum, zu schäumen. Ja? Wenn wir unter Konflikten stehen und da vielleicht Hass rauskommt, Lästern und was auch immer, ja, dieser Schaum kommt raus. Das sind nicht die Umstände. Das ist nicht das, was mir andere Menschen angetan haben, sondern es kommt aus meinem Herzen heraus. So sagt uns die Bibel das. Das ist ein ganz biblisches Prinzip. Und ich glaube, dass ich selbst in meinem Leben oft Situationen erlebe, wo ich sage, oh, tut mir leid, ist mir ausgerutscht. Das war nicht so gemeint. Ihr Lieben, das sitzt ganz tief, dieser Schaum, dieser Dreck sitzt tief in meinem Herzen. Und wenn wir unter Druck geraten, wir haben nicht diesen Druck wie die Thessalonicher, aber hier geht es allgemein um diesen Druck. Unter Verfolgung kommt das raus, was in meinem Herzen drin war. Also, wir haben darüber gesprochen, dass Paulus sich fragt, wie geht's der Gemeinde? Das war das erste Wort. Das zweite Wort ist die Bedrängnis. Wenn Menschen auf uns vielleicht mit so einer Pistole, quasi die Pistole an unsere Brust halten und sagen, entweder du sagst dich vom Glauben ab oder du stirbst. Wenn wir unter Druck geraten, kommt immer das raus, was in meinem Herzen drin war. Und die Thessalonicher, wir lesen hier, das ist der dritte Finger, da kam Liebe raus. Schaut, was hier steht. Nun aber, da Timotheus von euch zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben, und von eurer Liebe. Unter Druck kam das raus, was im Herzen drin war. Das bedeutet, der Glaube der Thessalonicher war echt. Wir werden gleich nochmal auf das Wort Liebe zu sprechen kommen. Lasst uns weiterlesen. Und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir auch euch. Deshalb, lieben Brüder, sind wir euretwegen in unser Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Also die Thessalonicher haben einen vorbildlichen Glauben gezeigt. Ihr Glaube war echt. Ihr Glaube wurde bewährt. Und Paulus selber steckt jetzt in einer Not. Und er sagt hier ganz interessante Worte. Wir sind getröstet worden durch euren Glauben. Interessant, oder? Wenn wir so Berichte hören aus anderen Ländern, wo Menschen unter Druck stehen, unter Verfolgung stehen und ihren Glauben leben, dann macht es uns Mut, dann tröstet es uns. Wenn wir sehen, dass Menschen auf den Herrn sich vertrauen, am Herrn klammern, dann gibt es uns Mut. Wieso reden wir manchmal so wenig über den Glauben, wenn wir zusammenkommen? Wir kommen zum Gottesdienst, dann reden wir über alle möglichen Dinge im Foyer und sind begeistert, dass wir uns gesehen haben. Aber so wenig reden wir über den Glauben. Und das ist der Punkt, das ist der Mittelpunkt, dass wir uns gegenseitig trösten und ergänzen und dass wir im Glauben wachsen. Und Paulus sagt sogar, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht. Also quasi war Paulus schon tot, ja, wie er es hier formuliert. Jetzt lebe ich, weil ich weiß, dass ihr im Glauben feststeht. Er macht sich nicht Sorgen in erster Linie, ob die Gemeinde vielleicht ein Gemeindehaus gebaut hat oder gekauft hat oder ein Beamer hat, eine Leinwand, all das drumherum. Das interessiert ihn in erster Linie nicht. Das Erste und Wichtigste ist der Glaube, dass sie im Glauben weiterkommen im Herrn. Denn was für ein Dank, Vers 9, können wir unseren Gott euretwegen abstatten,
für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Paulus fängt an zu danken, weil er merkt, die Gemeinde ist so fest im Herrn und er fängt Gott an zu danken. Und Vers 10 hat mich sehr stark bewegt. Hier steht, Tag und Nacht flehen wir auf alle Dringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was in eurem Glauben noch mangelt. Tag und Nacht. Also nachts will ich gerne schon schlafen, ne? Aber Paulus sagt, ich flehe Tag und Nacht, sinnbildlich gesehen, so oft es geht. Ich bin dran, ich flehe und ich will diese Gemeinde face to face sehen. Ne? Nicht über Facebook, sondern von Angesicht zu Angesicht. Ich will Gemeinschaft haben mit den Christen in Thessalonich. Und das Ziel ist dieser Gemeinschaft, sie im Glauben zu ergänzen, sie im Glauben zu stärken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so mit Freunden zusammenkommt, ob man grillen geht oder zusammen einen Tee trinkt, dann redet man über alles, oder? Über Wirtschaft, über Politik, über Finanzen, über Verwalterschaft und die ganzen Themen. Ne? Zwischendurch, wenn wir mal ganz fromm sind, dann beten wir noch gemeinsam und das ist so der Höhepunkt unserer christlichen Gemeinschaft. Ihr Lieben, Paulus sagt, ich flehe dafür, ja, ich bete. Stellt euch vor, ich würde mit meiner Frau, bevor wir zu unseren Freunden fahren, zusammen eine Gebetsgemeinschaft beten und sagen, Herr, gib mir oder gib unseren Freunden, öffne unseren Freunden die Augen, damit sie das in meinem Glauben ergänzen, was uns noch fehlt. Gib uns eine gute Gemeinschaft, damit wir uns im Glauben ergänzen. Ihr Lieben, Wirtschaft und fachbezogenes Zeug, das ist alles gut. Das hilft uns hier auf dieser Welt durchzukommen. Aber das Wesentliche ist die Frage, wie geht es meinem Glauben? Und da würden wir dann die Gemeinschaft mit den Freunden haben. Lieben, wie revolutionär wäre das? Da würden unsere Gemeinschaften ganz anders aussehen. Nicht nur am Rande so ein kurzes Gebet, sondern wir würden über Christus reden, wir würden uns gegenseitig ergänzen. Hier geht es darum, dass Paulus die Gemeinde weiterhin lehren möchte. Wir haben die Schrift. Das heißt, wir können zu Hause und mit unseren Freunden die Schrift einfach gemeinsam lesen. Das würde uns weiterhelfen. Wir würden im Glauben viel stärker werden und im Vertrauen auf Gott. Tag und Nacht fleht er. Und dann betet er weiter, er selbst aber, Gott unser Vater und Herr Jesus Christus, lenke unsere Wege zu euch. Er kriegt diesen Brief von Timotheus oder die Nachricht von Timotheus, ihm geht es super im Glauben. Sie haben in dieser Bedrängnis standhaft dem Teufel widerstehen können und sie haben Liebe bewiesen. Und diesen Brief bzw. die Nachricht kriegt Paulus und dennoch sagt er, ich will euch sehen und der Herr lenke meine Wege zu euch. Im zweiten Kapitel haben wir ja gelesen, dass Paulus gesagt hat, ich habe einmal versucht, ich habe ein zweites Mal versucht, in Vers 18, aber der Satan hinderte mich dran. Und jetzt betet Paulus ganz anders. Er sagt, der Herr lenke meine Wege. Wisst ihr, was interessant ist? Manchmal glauben wir, dass Gott einen Gegenspieler hat. Und das ist der Teufel. Ja? Aber das ist nicht so. Gott hat keinen Gegenspieler. Der Teufel ist ein Geschöpf. Gott hat den schönen Engel damals geschaffen und dieser Engel hat angefangen, gegen Gott zu rebellieren. Er ist kein Gegenspieler. Er ist schon längst besiegt, ihr Lieben. Und das ist das, was die Bibel uns lehrt. Gott hat keinen Gegenspieler. Der Teufel ist besiegt, weil unser Herr Jesus Christus am Kreuz auferstanden ist. Er hat keine Kraft. Der Teufel ist limitiert, der Teufel kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Siehe Hiob, ganz klar und deutlich. Und Paulus betet hier und sagt, der Satan hat mich gehindert, er hat selber versucht, vielleicht aus seiner eigenen Kraft, aber Gott hat damals den Satan gebraucht als Werkzeug, damit Paulus nicht nach Thessalonich reisen kann. Und jetzt betet er und sagt, Herr, du lenkst meine Wege. Ich vertraue dir, denn wenn du den Weg frei machst, dann machst du ihn wirklich frei. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unsere Wege zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Jetzt kommen wir endlich mal zum Thema Liebe. Ne? Das ist mein Lieblingsthema.
Liebe an sich, wie es Paulus hier beschreibt, er sagt, der Herr, Gott der Herr, lasse euch wachsen in der Liebe, überströmend in der Liebe werden. Als ich Teenager war, da sind wir in Nürnberg das Schwimmbad gerne schwimmen gegangen und wir hatten eine so Beschäftigung entwickelt. Wir sind dann immer auf den Dreier gestiegen und dann haben wir uns mit Anlauf so eine Bombe gemacht. Kennt ihr das, eine Bombe noch? Könnt ihr euch erinnern? Ja, einige kennen das. Und dann springen wir runter ins Becken und natürlich die Leute, die ein mehr Volumen hatten, so wie ich, ja, wir konnten dann dementsprechend mehr Wasser aus dem Becken rausholen. Das war unser Ziel und das hat uns Spaß gemacht. Und das haben wir einmal, zweimal die ganze Zeit gemacht. Becken, alles nass, das Wasser aus dem Becken, alles rausgekommen. Und hier geht es um diese Liebe, über diese überströmende Liebe, die über den Becken hinausgeht. Manchmal laufen wir mit so einem Millimeter rum und sagen, hier 3 Milliliter Liebe, hier ein bisschen Liebe und ich spende meine alten Kleider irgendwo, damit es anderen Leuten gut geht, da habe ich schon genug Liebe getan. Ja, dann laufen wir mit so einem Messbecher rum. Ihr Lieben, hier spricht die Bibel, dass ihr zunehmt, dass ihr wachst und eure Liebe überströmt ist, wie wir Jungs damals im Schwimmbad komplett alles nass gemacht haben. Darum geht's, dass wir die Liebe weitergeben. Und ihr Lieben, das ist nicht nur ein Gebet von Paulus. Ich möchte ganz kurz ins 2. Thessalonicher Kapitel 1 und 3 Verse vorlesen. Hier steht, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt. Weil euer Glaube über die Maßen wächst. Der 2. Thessalonicher Brief wurde wahrscheinlich 6 Monate später geschrieben. Und Paulus sagt, wir danken Gott, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Also ich glaube, ich bin schon über 17 Jahre hier in der Gemeinde und es gab Momente, wo mein Glaube Millimeter für Millimeter gewachsen ist. Ein ganzes Jahr, so jetzt mal auf Millimeter bezogen, ne? Warum? Weil ich nichts gemacht habe. Weil ich den Herrn nicht gesehen habe. Weil ich ihn nicht sehen wollte. Weil ich in seinem Wort nicht gelesen habe. Weil ich mich nicht investiert habe in das, was er von mir will. Und Paulus sagt hier, die Gemeinde, die seit etlichen Monaten hier existiert, euer Glaube ist über die Maßen gewachsen. Ist es mein Anliegen? Das ist ein tolles Zeugnis über die Gemeinde, ne? Euer Glaube ist über die Maßen gewachsen und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Also wir als Gemeinde haben ja den Ruf, dass wir, oder das Feedback, dass wir so eine ja, gastfreundliche Gemeinde sind, ne? Dass wir schon Menschen gerne begrüßen und lieb sind im ganzen Kontext. Ja? Ich glaube schon, dass wir nicht immer so liebevoll sind als einzelne Personen. Paulus schreibt, eure Liebe nimmt zu von jedem Einzelnen. Wenn wir hier, sagen wir so 600, 700 Leute sind, überleg mal, wenn jeder von uns liebt, so wie Christus uns das geboten hat, wie würde das denn aussehen? Wie würde unsere Gastfreundschaft aussehen? Die Liebe nimmt zu. Wir haben ja gelesen, dass Jesus sagt, an der Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Erkennungsmerkmal. Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Darin ist das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt worden. Das ist das Gebot, was die ganze Bibel zusammenfasst. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das fällt uns einfach, oder? Jeden zu lieben. Wir können oder wir sind Spezialisten, manchmal besondere Menschen zu lieben, von denen wir was profitieren können. Aber hier sagt er ganz konkret, jedem gegenüber. Egal wie du aussiehst, wie du hergekommen bist, das spielt keine Rolle. Ich liebe dich, weil der Herr Liebe in unser Herz hineingibt. In 1. Johannes Kapitel 4 lesen wir, dass Gott die Quelle der Liebe ist. Er stellt die Liebe zur Verfügung. Er hat uns zuerst geliebt. Und wenn ich die Liebe weitergebe, wird er unser Herz stärken. Schaut, was hier steht. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander, in der Gemeinde und zu allen, gleich wie auch wir zu euch haben, damit er, also Gott, eure Herzen stärkt.
Also früher haben wir noch kein WhatsApp gehabt, dann haben wir SMS geschrieben, ne, mit so kleinen Handys. Und dann war das so Trend, so meiner Frau zum Beispiel so Liebes-SMS zu schicken. Und dann, ich schenke dir mein Herz, behalte das Herz. Kennt ihr das? Oder haben wir das nur so geschrieben? Ja, das waren so Vorlagen aus dem Internet, glaube ich. Ne? Ja, behüte mein Herz. Und dann kriegst du die Antwort zurück, ja, ich passe auf dein Herz auf. Ja? Es ist schön, wenn man das ernst meint. Aber wenn man das so aus romantischen Hintergründen macht, macht das keinen Sinn. Aber wenn man das ernst meint, ihr Lieben, sehen wir hier, wenn wir Liebe verschenken, steht hier, wird Gott, der Herr, dafür sorgen, dass er unser Herz stärkt. Wir denken manchmal andersrum. Ich muss erstmal Liebe bekommen, damit ich Liebe weitergeben. Ich muss erstmal Liebe von jemand bekommen. Er muss ja auf mich zugehen, damit ich ihm vergebe. Ja, wir verdrehen das Ganze. Die Bibel sagt, Gott ist die Quelle der Liebe und diese Liebe kommt in mein Leben hinein, wenn ich in der Beziehung zu ihm stehe, wenn ich diesen Glauben an ihn habe, wenn ich Vertrauen habe. Dann ist ja dieses Liebesreservoir steht mir zur Verfügung. Ich schöpfe daraus und gebe es weiter. Rein theoretisch sagen wir, ne? Aber das ist, ihr Lieben, das ist die Bibel. Wenn wir in einer tiefen Beziehung leben, dann werden wir Liebe ausleben können. Das ist keine Theorie, das ist kein Märchen, das ist kein Prinzip, das mal funktioniert oder nicht. Das ist konstant. Die Frage ist, ob ich bereit bin, in dieser Beziehung zum Vater zu leben, Tag für Tag. Und dann verschenken wir diese Liebe und der Herr stärkt mein Herz. Und dann gibt es noch eine Absicht, hier lesen wir in Vers 13, damit er euer Herz stärke und sie, also die, unsere Herzen, untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott. Wir haben über den Glauben gesprochen. Wie geht es dir in deinem Glauben? Wir haben über Bedrängnis gesprochen, dass wir manchmal unter Druck geraten. Und wir haben über die Liebe gesprochen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Kapitel, und zwar die Heiligkeit. Und dazu habe ich den Ringfinger ausgesucht, weil ich erinnere mich, als ich Lena kurz bevor wir zum Traualtar gekommen sind, habe ich sie zu Hause abgeholt, hier in der Talstraße. Und sie war vorbereitet. Ihr guckt mich so an. Also es gibt auch Bräute, die brauchen dann 5-6 Stunden länger. Ne? Sie war vorbereitet. Das heißt, sie hat Vorkehrungen getroffen, damit, wenn ich komme, wir rechtzeitig hier zum Gottesdienst fahren können. Dafür hat sie sich gesorgt. Die Frisur hat gestimmt, das Kleid war super schön. Sie war wunderschön. Die Bibel spricht von uns als Gemeinde, als seine Braut. Und manchmal kann es sein, dass wir als Braut Christi vielleicht auf dem Sofa rumliegen, vielleicht noch irgendwelche YouTube-Videos angucken von einer schönen Traumhochzeit auf dem Strand und so weiter und träumen irgendwas und dann kommt der Herr wieder und wir sind nicht vorbereitet. Heiligkeit bedeutet, dass wir als Braut Christi uns reinigen im Wasserbad des Wortes, Epheser 5, dass wir uns für ihn vorbereiten. Er wird kommen. Er wird kommen. Das ist seine Verheißung. Er hat uns das gesagt. Sind wir bereit? Sind wir bereit, uns reinigen zu lassen? Am Anfang des Jahres kam ein Bruder auf mich zu, aus der Jugend, erzählt mir eine Geschichte, erzählt mir ein Problem und fragt mich nach Rat. Okay, haben wir die Sache geklärt, ich habe ihm meine Meinung gesagt und dann guckt er mich an und sagt, genau das tust du. Okay, ne? Da fängst du an, so David-Nathan-Momente, ne, zu erleben. Ihr Lieben, das ist Reinigung. Dass Menschen in unserer Gemeinde, hier als Familie, dass wir uns gegenseitig Feedback geben, dass wir sagen, hey, ich möchte dir helfen, ich möchte dich im Glauben ergänzen. Das ist so wertvoll. Wisst ihr warum? Weil 8 Jahre zurück habe ich damals schon so einen Zettel gekriegt und da stand sowas Ähnliches. Und ich habe einige Vorkehrungen getroffen, um das Ganze schön irgendwie wegzukriegen. Aber ich habe es nicht bei der Wurzel gepackt. Ich war zu stolz. Es vergehen 8 Jahre, da kommt einer auf mich zu und sagt, hey, so und so ist es. Du musst an deinem Charakter arbeiten, an bestimmten Dingen. Lieben, das ist Reinigung in der Praxis. Da fange ich an, da muss ich beten, da muss ich Buße tun, vor dem Herrn kommen und sagen, wieso war ich so arrogant, so stolz? Wieso war ich nicht bereit, mich reinigen zu lassen für dich? Denn wir sind verlobt mit unserem Herrn. Wir sind verlobt und er wird kommen. Er wird unsere Herzen stärken
und uns vorbereiten, damit wir vorbereitet sind, damit wir rein sind, wie eine makellose Braut, um unseren Herrn zu begegnen. Und hier steht, damit schließe ich die Predigt ab, und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Der letzte Punkt, das ist die Hoffnung. Wir glauben im Leben, wie dieser kleine Finger, wir kommen zu kurz. Ja, alle drumherum, die erleben so tolle Sachen, sie haben Fun, oder besser gesagt Heidenspaß, ne? Sie erleben so tolle Dinge, aber ich komme irgendwie zu kurz. Ihr Lieben, der ausschlaggebende Punkt ist, wenn der Herr verspricht, dass er kommen wird, dann wird er kommen. Das ist unsere Hoffnung. Paulus sagt, eure Hoffnung wird nicht zuschanden werden. Lieben, Glaube wird vergehen. Die Hoffnung wird vergehen. Aber allein das, was bleibt, das ist die Liebe. Und ich möchte dich einladen, vielleicht hast du in deinem Leben immer wieder diese Momente, wo du dich fern von Gott fühlst, dann überprüfe dein Glauben. Wie geht's dir in deinem Glauben? Oder haben die Bedrängnisse, die Probleme, der Druck, vielleicht Konflikte hier in der Gemeinde oder wo auch immer, die Konflikte dich vom Glauben abgebracht, dich runtergedrückt? Aber ihr Lieben, die Konflikte oder die Bedrängnis hat immer die Absicht, das zu zeigen, was in meinem Herzen drin ist. Und die Thessalonicher hatten Liebe. Sie waren bereit, Liebe zu geben. Wenn ich in einem Konflikt stehe und nicht in der Lage bin, Liebe zu geben, dann muss ich fragen, wie geht es mir in meinem Glauben? Wenn ich streite, wenn ich lästere, wenn ich versuche, Menschen niederzumachen, dann stimmt was mit meinem Glauben nicht. Dann lebe ich nicht in dieser Beziehung zum Vater. Und das Letzte oder Vorletzte, es ist, weil wir unseren Herrn lieben, weil wir unseren Nächsten lieben, dann werden wir uns wie eine Braut vorbereiten, heiligen. Der Herr wird kommen. Und das ist unsere Hoffnung. Und ich möchte diese Predigt mit einem Bibelvers aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel schließen. Und da steht im vorletzten Vers, sagt Jesus, ich komme bald. Und Johannes antwortet und sagt, Herr Jesus, komme. Amen. Lass uns beten.